Weiter geht's. Ich gönne mir keine Pause. Ich will das jetzt durchspielen. Und diesmal werde ich wahrscheinlich wieder sterben, aber ich komme, werde weiterkommen. Denn ich lerne, durch jeden Tod lerne ich hier, worauf es auf ankommt. Na gut, durch diesen Tod hier nicht. Der ist irgendwie doof direkt am Anfang, aber wenigstens ist er direkt am Anfang, nicht irgendwo später, wo ich den nicht trainieren kann. Aber auf jeden Fall weiß ich jetzt, da unten waren Stacheln unter den Blöcken und dann kommen Engel. Das heißt, irgendwie kriege ich das schon hin. Aber ich finde es sau cool, dass Curly dann auch schießen kann von meinem Rücken aus. Nein! Okay, nochmal. Das ist echt eine geile Idee. Vor allem, dass sie dann auch die Nemesis hat. Wow. Ich hätte eigentlich eher damit gerechnet, dass sie dann das Maschinengewehr hat. Aber zweimal Nemesis, das haut bestimmt rein. So. Das war schon wieder zu viel Booster. Nein! Ich darf mich nicht treffen lassen. Ich muss möglichst hier durchkommen, ohne mich treffen zu lassen. Sonst sterbe ich später. Das heißt, nichts springen auf den kleinen Stachel, das ist tödlich. So. Nein, das war. Okay. Nein, ja gut, was soll's. Ich habe mich sowieso da treffen lassen, also. Oh Gott, so viele Stacheln. Wie gesagt, das ist jetzt alles komplett blind. Ich war noch nie in den Sacred Grounds vorher. Ich habe mir auch kein Video dazu angeguckt, extra nicht. Ich habe mir auch nichts Lösungs. Nö, das war dumm. Nichts lösungstechnisch dazu angesehen. Ich habe mir nur ein bisschen geguckt, was muss ich machen, um da hinzukommen. Wo gibt es da noch irgendwelche geheimen Items, die ich vielleicht beim ersten Durchlauf nicht gefunden hatte? Ja, aber hier, ich habe keine Ahnung. Wirklich. Ich weiß nur, welche von zwei Bossen die kommen, weil ich die irgendwie mal gelesen habe. Aber ich weiß auch nicht, wie die funktionieren. Ah, na gut, sterb nochmal. Wie die funktionieren, was ich machen muss, um die zu besiegen. Ich weiß nur, wie sie aussehen. Mehr weiß ich nicht. Und deswegen, ja, versuchen wir es nochmal. Ja. Nein, deswegen versuchen wir es nicht nochmal, aber deswegen, verzeiht, wenn ich hier keine Ahnung habe. Moment, da ist ein Schild. Das habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Da will ich hin. Was steht auf dem Schild? Ja. Ah! Willkommen in der Hölle. Hallo? Aber da komme ich nicht weiter runter. Ich dachte, das wäre jetzt so eine total tolle Abkürzung, mit der ich hier die Stacheln umgehen könnte, als ich da runtergefallen bin, aber ich will mich nur in der Hölle begrüßen. Okay. Dann. Danke für die Begrüßung in der Hölle. Nein! Wow. Ich wusste nicht, dass diese Insel eine Hölle hat. Oder dass diese Insel die Hölle ist und die Hölle ist auch noch heilig. Denn es sind ja die heiligen Gründe. Die Sacred Grounds. So. So, gut, das haben wir überstanden. Das heißt, ich komme auf jeden Fall weiter. Schätze ich mal. Ich hoffe es. Gut, wenn das nicht schon wieder zu viel verbraucht war. Gut, gut, gut. Da rein. Wunderbar. So. Wunderbar. Komm, Curly, komm mit uns mit. Du kannst uns helfen. Und jetzt renn. Nein! Ah, ich springe natürlich voll in den Stein rein, weil da Engel waren. Aber ich sollte mich lieber von den Engeln treffen lassen. Oh, ich muss aufpassen, wer ich bin. Nicht, dass ich mich mit den Engeln verwechsle. Das habe ich gerade eben kurz getan. Nein! 15 noch. Das schaffe ich. 10 noch. Nein, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, nochmal. Ich will das jetzt schaffen. So. Das ist echt die Hölle. Vergesst I Wanna Be the Guy. Spielt Cave Story mit den Sacred Grounds. Nein, ich weiß nicht, I Wanna Be the Guy ist wahrscheinlich schwerer, aber. Weil da viel zu viel Unvorhergesehenes passiert. Mit den Äpfeln, die in den Himmel fliegen und so. Aber oh, das hier ist auch schon ziemlich hart. So. Und hier, genau. Spielt nicht I Wanna Be the Guy, spielt das hier mit drei Herzen durch. Und versucht dann noch in 6 Minuten das zu schaffen. Und macht dann eine Videoantwort hierzu. Dann habe ich großen Respekt für euch. Und ich hätte das eigentlich gerade für die Rakete einsammeln sollen. Na egal, was soll's. Rein da. So. Lebenskapsel. Maximale Lebensenergie erhöht. Gut, kann ich gebrauchen. Curly?
komm mit uns mit. Wir sind dein strahlender Ritter auf einem weißen Pferd. Nein, eigentlich nicht. Wir sind nur ein einfacher Roboter. Aber wir tun alles, um dich hier rauszuholen. Wenn du uns... Nein! Wenn du uns dafür erzählst, wie du hergekommen bist. Nein! Goodness, goodness, goodness. Ich habe... Aber Gott, lass mich doch mal in Ruhe hier! Zehn noch. Ein... Ich darf nicht... Mann! Irgendwie wird das gerade ein wenig frustrierend. Ich glaube, ich mache gleich doch mal eine Pause. Denn wenn ich jetzt hier durchgehend sterbe, dann habe ich keine Lust mehr. Und das ist dann wird dann nicht mehr spaßig. Ah! Mann, oh, ach komm schon. Ja, ich bin gestorben, ich weiß. Vielleicht sollte ich den... Babla, der ist sowieso Level 1 da unten, weil die halt alles reduziert wird. Ja. Ich habe eigentlich gedacht, ich könnte mir vielleicht mit dem Babla-Schild mir die Engel vom Leib halten. Aber das ging anscheinend nicht. Schade. Gut. Hier runter. Und die ganzen Dinger zerstören, obwohl sie mir nicht wirklich was bringen. Denn da unten sind Stacheln. Kann ich nicht richtig aufsammeln. In der Luft habe ich jetzt auch keine Lust zu experimentieren damit. Wunderbar, ohne getroffen zu werden hierhin. Das ist schon mal ein guter Anfang. Jetzt muss ich nur noch hier durchkommen, ohne getroffen zu werden. Wenn ich das schaffe, dann bin ich so stolz. Aber das wird leider zu schwer sein wegen den Engeln. Wäre das nicht für die wegen der Engel, wäre das hier alles wesentlich einfacher. Dann könnte ich mich darauf konzentrieren, nur den Blöcken ausweichen zu müssen. Und mich nicht hier mit den Engeln herumschlagen. Die von... Ey, Engel in der Hölle. So. Ich glaube, hier braucht man auch auf jeden Fall... Naja, man kommt ja sowieso nicht hin ohne den Booster 2.0. Aber ohne den wäre das auch ziemlich unschaffbar. 15 Leben noch. Okay. Ich verbessere mich 19 Leben, wenn ich die hier eingesammelt habe. Ja, 19 Leben, gut. Und jetzt... Oder Nemesis. Nemesis macht deine Arbeit. Warte mal, so. Die beiden Seiten Nemesis. Da kommt von hinten, wenn von hinten was kommt. Jetzt auch direkt. Level up, nein! Gummienten. Gut, dann machen wir dann Rakete. Du kriegst erstmal hier so ein bisschen Dings und. Gott. Achso, du explodierst schon. Ah nein, ich habe mich schon wieder treffen lassen von dem Ding. Ist schon offen, hä? Huh? Nein! Was? Oh nein, das war echt dumm. Oh, das ist so... Weiter, weiter, weiter. Ich kriege das hin. Ich habe Kirby auf Shell geschafft. Ich werde das hier auch schaffen! Nein! Nein, ich werde das schaffen. Ich werde es garantiert schaffen. Ohne irgendwelche Cheat-Möglichkeiten. Also, falls es irgendwie Self-States oder so gibt für dieses Spiel, ich werde es machen. Ohne. Ich werde es so machen, wie es vorgesehen ist. Nein, so nicht. Stirb. Ich kann hier keinen Schaden nehmen. Wenn ich hier Schaden nehme, dann bereitet mir das später Probleme. Noch einmal. Counter aktiviert. Ja, schwarzer Wind. Gut. Durch, durch, durch. Oh, wunderbar. So. Ihr könnt meinen Raketen ein wenig mehr Erfahrung geben. Dankeschön. Nein. Verdammt, hier bin ich doch noch nie gestorben. Das war etwas dämlich. Sorry, Leute. Ich komm, bin halt nicht so gut hier. Ich muss es irgendwie schaffen. Ja, bla 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 bla. Wenigstens muss ich hier nicht so noch eine blöde Sequenz vorher machen. Das war dumm. Das war sehr dumm. Deswegen stirb noch 7 Sekunden. Ey, 7 Sekunden. So lange habe ich durchgehalten. Ist das nicht geil? Ich meine, 7 Sekunden. Wer hält hier unten schon 7 Sekunden durch, ja? So, noch einmal. Bla. Fangen wir an. Nein, das war schlecht. Ich habe zu früh den Booster aktiviert, um nach rechts zu gehen. Deswegen bin ich voll gegen die Wand geflogen.
Nochmal. So, Account aktiviert. Es muss für euch jetzt bestimmt sehr langweilig sein, weil ich hier die ganze Zeit sterbe. Ja, sorry Leute, dass ich hier die ganze Zeit sterbe. Ich kenne es nun mal nicht und ich kann es auch nicht anscheinend, wie man sehen kann. Deswegen müsst ihr mir das verzeihen. Bitte. So, hier hoch. Nein! Nein. Ach Mann, Quote. Mach doch mal, was ich dir sage. Geh da hoch. Oder nimm deine Raketen und baller die einfach den Weg durch. Oder mach die Spikes kaputt. Aber Mann, stirb doch nicht. So. Ich mach das jetzt schon extra so. Ey, ich mach's jetzt extra schon so, dass ich da oben kaum was verbrauche, um über die Stacheln zu kommen. Aber trotzdem sterbe ich die ganze Zeit. Was soll das? Also trotzdem reicht das der Treibstoff nicht aus. Das ist doch zum wahnsinnig werden. So, okay. Ich glaube, ich habe es jetzt raus, wie ich da ordentlich vorbeikomme. So, Level up. Und dann blblbl. Vergiss den Kristall. So. Ja, euch vergesse ich auch einfach. Ihr seid es nicht wert. So, nein! Ich habe die falsche Taste gedrückt. Nein! Oh nein! Oh, das war jetzt unnötig. Nochmal. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob ich jetzt hier raus habe, wie ich durchkomme, ohne zu sterben. Nein, so nicht. Nein, so auch nicht. Toll. Ey, Mann. So langsam kommt hier doch Frustration auf. Also gerade eben habe ich ja noch gesagt, von wegen, ja, so toll und schwer und macht Spaß. Und ernsthaft. Jawohl. So. Du und du. Na, vergiss, nicht vergesse ich es einfach. So. Das ist der Schießknopf. Gut. Dann ist das der Booster-Knopf. Rüber. Wunderbar, Lebenskapsel. Okay. Nein, das war. Ja, egal. Ich bin jetzt hier unten. Ich habe keine Lust, mich jetzt nochmal in die Stacheln zu schmeißen. Muss es halt mit 5 weniger Leben versuchen. Da ist jetzt Pech halt. Ich muss, glaube ich, ich darf nicht einfach hier durchrushen. Ich muss mich mehr auf die Engel konzentrieren und besser ausweichen. Naja, sollte ich, aber das kriege ich nicht hin. Alter, was zum. Ja, toll. Nee, jetzt kann ich schon wieder vergessen. Ja, oh, okay, Leute. Es hat keinen Zweck mehr. Ich mache jetzt einen Schnitt und ich brauche erstmal eine Pause und muss mich nochmal nachher daran wagen. Also, ja. Ich hoffe, ich habe trotzdem Spaß daran. Wir sehen uns.